Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von VoiceOver Stories. Heute gibt's von mir für euch drei Übungen zum Aufwärmen eurer Stimme. Viel Spaß! Ja, wir fangen an mit der Atmung und dem leichten Aufwärmen der Stimmbänder. Dazu ganz einfach schön hinstellen, Beine breit, locker stehen. Und dann ganz tief reinatmen in den Bauch. Stellt euch vor, ihr habt da unten eine Vase und müsst die bis oben hin mit Luft füllen. Und wenn ihr das gemacht habt, atmet ihr einfach auf einem super schönen M aus. Ich mach's euch mal kurz vor. Und schaut, dass ihr es nicht zu lange haltet, dass es nicht so ein Kratzen dann wird. Und wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann könnt ihr auch anfangen, das M so ein bisschen zu schwingen. Ich mach's mal vor. Ruhig den Mund ein bisschen dazu bewegen. Ich weiß, sieht albern aus, aber macht die Stimme wirklich schön warm. Kommen wir zur zweiten Übung, dem Wegschicken des Fs, und zwar mit einem T hinten dran. Wir atmen wieder ganz tief ein und füllen uns mit Luft bis oben hin und schicken dann ein F in die Ferne und hängen hinten ein T an für unser Zwerchfell, dass das auch ein bisschen wach wird. Ich mach's mal vor. T. Wenn ihr hinten ganz, ganz, ganz wenig Luft nur noch habt oder eigentlich schon keine Luft mehr habt, dann werdet ihr merken, dass ihr dieses T immer noch anhängen könnt und benutzt da wirklich euer Zwerchfell für das T. Lasst da einfach dann die Luft einströmen, macht den Mund auf und dann kommt das von ganz allein. Ich mach's nochmal vor und dann könnt ihr nochmal zuschauen. T. Ihr seht, ich lasse meinen Mund danach locker, die Luft kommt ganz einfach zurück durch die Zwerchfellbewegung. Das ist eine schöne Übung und stellt euch immer vor, dass ihr das F ganz weit hinten in den Raum reinschickt, damit ihr es schön lange aushalten könnt. Ihr werdet merken, wenn ihr diese Übungen ein bisschen macht, dass ihr immer länger und immer mehr Luft habt. So, kommen wir zur letzten Übung. Das ist gleich was für die Artikulation. Das heißt, eure Laute, eure Aussprache. Da gehe ich immer die Konsonanten, also sowas wie M, N, L, mit den Vokalen durch, mit den Vokalen und den Umlauten. Und zwar nacheinander. Ich mach's einfach mit dem M mal kurz vor. Das heißt, ihr atmet tief ein und fangt dann einfach an. Ma me mi mo mu me mu mu me moi mau. Ma me mi mo mu me mu mu me moi mau. Dabei den Mund ruhig ein bisschen übertrieben bewegen, dass ihr hier schön warm werdet und euren Mund ein bisschen bewegt. Ganz einfach, ich mach's gleich mal mit dem N hinterher. Na ne ni no nu ne nö nü ne neu nau. Na ne ni no nu ne nö nü ne neu nau. Das kann man jetzt mit allen Konsonanten ein bisschen durchexerzieren und dann noch eine besondere Übung, wenn ihr dann ein bisschen schon drin seid und das ein paar Mal gemacht habt, dann nehmt mal die verwandten Laute, die man beim Sprechen nicht verwechseln sollte, sowas wie B und P und D und T, und versucht die nacheinander bzw. hängt den harten Konsonanten hinten an den weichen ran. Ich mach's kurz vor, dann versteht ihr viel besser, was ich meine. Ihr macht dann also ba be bi bo bu bä bö bü bä boi bau. Und wenn ihr das durchgemacht habt, dann immer dreimal den weichen und dann den harten hinten ran. Ganz einfach. Ba 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 pa, ba 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 pe, ba 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 pi, ba 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 po, ba 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 pu, ba 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 pä, ba 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 bü, ba 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 pei, ba 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 poi. Das könnt ihr dann natürlich auch noch mit dem D und dem T machen. Da 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 ta, da 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 te, da 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 ti, da 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 to, da 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 tu, da 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 te, da 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 tü, da 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 tö, da 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 te, da 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 toi, da 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 tau. Und so geht die Übung natürlich auch mit dem G und dem K. Ga 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 ka, ga 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 ke, ga 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 ki und so weiter. Ja, das waren sie, meine drei Übungen für euch zum Stimme warm machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und abonniert meinen Kanal. Ich sag ciao, bis zur nächsten Ausgabe von VoiceOver Stories. Peace!